Ja, moin Leute, JBL hat mir seinen neuen Live Pro Plus TWS gesendet. Das sind die neuen In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause JBL und die konnte ich jetzt über die letzten Wochen ausführlich testen. Und eins vorweg, ich denke, preis-leistungsmäßig sind die hier ziemlich gut aufgestellt. Zuerst, wir haben hier ein wertiges Ladecase. Hat eine schöne Größe, kann ich super einstecken. Einzig allein vielleicht diese Klappe, die hier oben dran ist, die fühlt sich irgendwie ein bisschen dünn an vom Plastik her, aber ansonsten in Ordnung. Wir haben USB-C zum Laden und dann natürlich auf der Innenseite die Kopfhörer selbst, die eher so ein bisschen kantiges Design haben mit kleinen Ladepins unten dran, wo ich die dann einlegen kann zum Aufladen. Und das Schöne ist, wenn ich die reinsetze, die halten sich magnetisch und irgendwie hat es auch ein sehr befriedigendes Gefühl, die reinzutun, weil hier unten diese kleinen Pins, die hier drin liegen, sich halt so leicht eindrücken lassen und ich habe keine Ahnung warum, aber das ist einfach unfassbar befriedigend, diese Kopfhörer da rein zu tun. Die Kopfhörer selbst haben hier oben aber ein kleines Touchpad, das heißt, ich kann einfach hier drauf tippen, um die zu steuern und davon habe ich auf jeder Seite eins, die ich mit unterschiedlichen Funktionen belegen kann. Die Größe ist voll in Ordnung, also wenn ich die so einpacke, kann ich die ohne Probleme bei mir in die Hosentasche stecken. Die sind von den Ausmessungen her ähnlich oder kleiner als die Konkurrenz, aber sind dafür ein bisschen dicker. Die wichtigste Eigenschaft von Kopfhörern ist natürlich ihr Klang. Und die Live Pro Plus haben mich hier beim ersten Hören tatsächlich umgehauen. Warum, erkläre ich gleich, aber die klingen ziemlich gut. Ich finde, sie klingen so typisch JBL-mäßig. Das heißt, es ist jetzt kein neutraler Klang, sondern ein Klang, der dafür gemacht ist, dass man ihn halt ganz gut genießen kann. Ein warmer Klang, das heißt so ein bisschen basslastig. Auch die Höhen sind ganz okay. Mir fehlen hier und da mal ein paar Mitten, also das merkt man dann bei Stimmen. Aber an sich ein relativ stimmiges Klangbild, sehr schön warm und sehr gut zum Genießen geeignet. Das Klangbild ist sehr detailreich, vor allem auch in den Bässen. Das hat mich dort ein bisschen überrascht, weil die tatsächlich auch bei normaler Lautstärke schon sehr präsent sind. Nicht überpräsent, sondern sehr definiert, aber halt, naja, halt schon ein bisschen basslastig. Die Bässe wären auch, je lauter ich mache, ein bisschen präsenter, aber es ist immer noch definiert. Also die JBLs bekommen es hin, hier nicht zu basslastig zu werden oder beziehungsweise nicht die Präzision im Bass zu verlieren, auch wenn sie lauter werden. Was mich aber am meisten beeindruckt hat, ist eigentlich der Frequenzbereich, den die Kopfhörer abdecken. Also angegeben sind sie mit 20 bis 20.000 kHz, aber ich muss sagen, bei vielen anderen Kopfhörern, die ich getestet habe, fällt halt das Klangbild nach unten hin zu den Bässen doch ordentlich ab. Selbst wenn die eher basslastig sind, dann hat man halt von den ganz tiefen Bässen dann nicht mehr ganz so viel und die anderen sind vielleicht, naja, nicht ganz so definiert und man hat halt so ein typisches basslastiges Bild im Ohr, wenn man sich das vor seinem inneren Ohr vorstellt. Aber hier ist es tatsächlich so, dass ich tatsächlich auch tiefe Bässe noch sehr definiert bekomme und das hat mich echt überrascht beim Anhören. Also die JBLs schaffen hier den Spagat zwischen basslastig sein und dieses Wärmegefühl, dieses warme Gefühl des Klangs herbeizubringen, ohne dabei an Präzision zu verlieren oder das zu basslastig zu machen, dass man denkt, ah, jetzt klingt es günstig. Und in der mitgelieferten App kann ich auch den Equalizer komplett frei einstellen, was richtig cool ist. Das heißt, wenn es mir jetzt doch zu präsent ist oder ich noch mehr Bass haben möchte oder mehr Mitten, dann kann ich das dort einstellen und ich bekomme auch schon drei Presets, die mir da ein bisschen helfen. Aber ich finde, sie klingen auch schon im Standard sehr, sehr angenehm. Und das hat mich hier wirklich überrascht. Also sehr positiver erster Eindruck, den sie bei mir auch schon beim ersten Hören gehabt haben und das hat sich seitdem auch nicht geändert. Aber wie gesagt, die Kunst liegt hier auch darin, dass ich den Klang wirklich komplett frei anpassen kann, weil ich mir den Equalizer zusammenstellen kann, wie es mein Herz nur wünscht. Auch Active Noise Cancelling, also aktive Geräuschunterdrückung, ist mit an Bord und gehört hier auf jeden Fall mit zur oberen Klasse von Kopfhörern. Reicht nicht ganz an Sony und Bose heran, aber ist richtig gut, kann also wunderbar zum Beispiel Autogeräusche oder Bahngeräusche herausfiltern. Flugzeuge konnte ich halt situationsbedingt aktuell nicht testen. Ich habe insgesamt drei ANC-Modi, nämlich einmal den aktiven Modi, also zum Beispiel, wenn ich Sport mache draußen, dann den Reisemodus, also für Bus, Bahn, Flugzeug und so weiter. Und ich habe noch einen Alltagsmodus, der quasi im Alltag, wenn ich mich zu Hause durch die Wohnung bewege, möglichst alles rausfiltern soll. Man muss aber fairerweise sagen, dass sich der Klang je nach ANC-Modi auch ein bisschen verändert. Außerdem gibt es noch zwei Umgebungsgeräusche-Modi. Zum einen den Ambient Aware, also zum Beispiel, wenn ich mich durch den Straßenverkehr begebe, dass ich halt Autos höre, die an mir vorbeifahren, ein Hupen und so, dass das nicht zu sehr rausgefiltert wird. Und einen Modus, der sich Talk Through nennt.
mit dem ich quasi mit anderen Personen reden kann. Der geht auch an, wenn ich einen Kopfhörer rausnehme, oder ich kann ihn so anschalten mit einer Konfiguration vom Tippen auf dem Touchpad. Wie gesagt, kann man ja ganz frei einstellen, wie man das haben möchte. Und dann werden Stimmen verstärkt und ich kann mich ganz normal mit einer anderen Person unterhalten, weil dabei auch die Musik leiser gemacht wird. Außerdem gibt es noch einen Smart Audio Video Modus, der sich zwischen weniger Latenz und besser Qualität entscheiden lässt. Also zum Beispiel, wenn ich einen Film gucke, dann nehme ich den niedrigeren Latenzmodus, oder wenn ich Musik höre, nehme ich den Modus mit mehr Latenz, aber dafür auch bessere Qualität. Und wenn ich mich für den Videomodus entscheide, der Klangunterschied ist jetzt nicht gigantisch, aber dann habe ich halt minimalste Verzögerung, sodass auch Stimmen und Video synchron laufen. Vom Sitz her haben wir hier typische In-Ear-Kopfhörer, also an all die Leute, die absolut nicht mit In-Ear-Kopfhörern zurechtkommen. Das ist leider auch nicht der Kopfhörer für euch, aber wer auch schon immer gern In-Ears verwendet hat, wer täglich In-Ears benutzt, der wird mit denen hier auch absolut kein Problem haben. Gibt natürlich wieder verschiedene Größen für die Ohrstecker, sodass die auch in jedes Ohr passen sollten. Akkulaufzeitmäßig haben wir hier so zwischen 6 und 8 Stunden, je nach Lautstärke und Verwendung und Active Noise Cancelling. Aber ich muss sagen, also ich bin so circa bei 7 Stunden im Schnitt rausgekommen und ich finde, das ist für Active Noise Cancelling In-Ear-Kopfhörer ein richtig guter Wert. Und es reichen dann auch schon wieder 5 Minuten im Ladecase, damit ich eine Stunde Musik hören kann. Das ist top. Im Endeffekt ist aber alles in der App einstellbar. Das heißt, ich brauche die App auch zum initialen Einrichten, um auch das Active Noise Cancelling richtig aktivieren zu können. Das ist ein bisschen schade, dass ich das halt erst machen muss, aber hat halt super viele Funktionen und ich kann dort quasi alles frei einstellen, was ich haben möchte. Vom Klang über die Bedienung und auch Active Noise Cancelling und wie damit umgegangen wird. Also ziemlich cool. Die Kopfhörer unterstützen auch kabelloses Laden. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Matte habe, kann ich einfach drauflegen und die werden geladen werden. Dann habe ich ja auf beiden Kopfhörern an der Seite ein Touchpad und das kann ich in der App frei konfigurieren und legen, wie mir das am besten gefällt. Also zum Beispiel könnte ich für den linken Kopfhörer bei mir mit einmal Tippen umschalten zwischen Active Noise Cancelling, Ambient Aware und Noise Cancelling aus, zweimal Tippen dann für Talkthrough und halten, zum Beispiel um dann den Google Assistant oder auch mitgelieferten Amazon Sprachassistenten oder beim iPhone auch Siri zu verwenden. Und dann kann ich auf die rechte Seite ganz einfach Start und Stopp legen mit einmal Tippen, zweimal nächster Song, dreimal ein Song zurück und auch langhalten, hier wieder der Sprachassistent. Aber dafür gibt es eine ganze Menge Belegungen, das kann man einfach in der App einstellen, wie es einem gefällt, kann auch auf beide Seiten das gleiche machen, ist kein Problem. Wie man das mag und wie man das lieber benutzt, ne? Wenn ich Linkshänder bin, mag ich vielleicht Play-Pause lieber auf der linken Hand haben, kann ich alles komplett frei einstellen. Und das heißt, die App ist halt wirklich wichtig für dieses Ding. Das ist cool auf der einen Seite, weil ich echt viel einschalten kann, aber halt auch irgendwie schade, weil ich die App für den problemlosen Funktionenumgang damit halt brauche. Wer jetzt das nicht mit einem Smartphone benutzen möchte, sondern zum Beispiel mit seinem Rechner, der braucht halt trotzdem das Smartphone, um das alles initial einmal einzustellen. Es gibt auch eine Funktion, um die Kopfhörer zu finden. Dann machen die halt ein Geräusch, was auch ganz cool ist, wenn ich die halt mal rausgenommen habe und irgendwo im Bett liegen lassen habe und ich finde sie nicht mehr. Dann kann ich einfach in der App andrücken, hey, lass mich die Kopfhörer finden, und dann senden die ein Piepgeräusch aus, sodass ich orten kann, wo sie sind und sie wieder zusammenfinden kann. Das geht natürlich nur so lange, wie die auch verbunden sind und Akku haben. Die App hilft mir auch, die beste Passform für die Kopfhörer zu finden, also dass ich den richtigen Aufsteckadapter habe, wobei ich sagen muss, diese Probe für den besten Klang und so, ich denke, das kann man auch selber ganz gut einschätzen, weil man halt irgendwie fühlt, ob das jetzt luftdicht abgeschlossen ist und ob das richtig sitzt oder halt nicht. Von daher, das ist so eine nette Geste, aber im Endeffekt braucht man das, glaube ich, nicht wirklich. Achso, die Kopfhörer sind übrigens auch nach IPX4 Spritzwasser geschützt, das heißt, wenn ihr damit joggen geht und die werden von meinem Schweiß nass, macht ihnen das nichts aus. Okay, was ist mein Fazit? Ich will ganz ehrlich sein an der Stelle, das hier sind meine neuen Lieblings-In-Ear-Kopfhörer. Und das nicht ohne Grund, weil sie haben einen super Klang, eine coole Bedienung und sind halt komplett frei einstellbar. Also ich kann einfach, wenn ich sage, okay, ich höre jetzt eine andere Musikrichtung oder ich will gerade ein bisschen mehr Mitten haben oder ich will ein bisschen mehr Höhen, kann ich das problemlos einstellen. Und ich finde, sie sehen einfach auch gut aus, haben ein schönes Ladecase, bis halt auf diese Klappe hier, von der bin ich nicht ganz so ein großer Fan. Ich kann sehen, wie voll sie sind über die Ladestandsanzeige vorne. Preismäßig liegt die UVP des Herstellers bei 180 Euro für diese Kopfhörer. Und ich muss sagen, auch wenn das jetzt nicht wenig ist und man hier halt wirklich über Premium-Kopfhörer spricht, finde ich, dass sie preis-leistungsmäßig doch tatsächlich ziemlich gut sind. Denn wir bekommen hier ein schönes, schickes, kleines Ladecase, was ich gut mitnehmen kann, was nicht alle Hersteller haben. Wir bekommen einen tollen Klang, also wirklich einen tollen, warmen Klang, der mir persönlich sehr gut gefällt, den wir auch frei anpassen können und der vor allem einen Frequenzbereich hat, der mich echt umgehauen hat. Wir bekommen eine richtig gute Akkulaufzeit von 6 bis 8 Stunden hören mit einer Akkuladung von den Kopfhörern und dann kann man die am Ladecase noch wieder aufladen. Und natürlich auch noch richtig gutes Active Noise Cancelling. Also ich könnte mir nicht vorstellen, was man jetzt hier
dran noch wirklich sehr viel besser machen kann. Ich meine, klar, das sind halt In-Ear-Kopfhörer und an die Leute, die keine In-Ear-Kopfhörer mögen oder die auch mit diesem Plastikstängel, der da immer im Ohr drin steckt, nicht so gut zurechtkommen, vielleicht könnte man da noch was dran machen, aber für alle Leute, die nach Active Noise Cancelling In-Ear-Kopfhörern suchen mit einem Top-Klang und einer richtig guten Akkulaufzeit, man sollte die auf jeden Fall mit in seine Betrachtung einbeziehen, weil, wie gesagt, das sind aktuell meine persönlichen Favoriten. Okay, ich muss sagen, das war jetzt ein relativ großes Lobvideo, aber mir gefallen die tatsächlich richtig gut und ich bin schwer begeistert von denen. Und auch die Leute, die ich sie bisher gezeigt habe und denen mal in die Ohren gesteckt habe und mit denen meinen Ohrenschmalz zu teilen, die waren auch sehr begeistert davon. Ich kann sie wirklich nur ganz warm empfehlen. Genauso warm wie der Klang von den Dingern ist. Es ist wirklich schön, macht richtig Spaß damit. Ja, was denkt ihr von den Kopfhörern? Oder habt ihr sie vielleicht und was sind eure Erfahrungen damit? Lasst mich mal wissen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.